Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Marvel Backstage. Das hier ist der Roman. Was machst du hier? Hi, ich bin hier der Regisseur, zuständig einmal für die Rocket & Groot Shorts, unter anderem aber auch für die Avengers Assemble Serie und Guardians of the Galaxy. Und jetzt zeige ich dir erstmal ein bisschen hier, was alles im Studio abgeht, was es zu beachten gilt und was die ganze Technik so macht. Alles klar, los geht's! So, also, das ist das Sprecherpult. Da liegt das Dialogbuch mit dem fertig übersetzten Text sozusagen. Hast hier die Dispo, die Disposition, da stehen die Rollennamen drauf und die Schauspieler, die das sprechen. Dann gibt es da noch so kleine Anweisungen, wie zum Beispiel VO, das heißt dann Voice-Over. Heißt einfach nur, dass die Stimme nicht im Bild sichtbar ist. Dann hat man hier am Pult noch ein paar Knöpfe. Den O-Ton-Knopf drückt man, um sich den Originalton erstmal anzuhören. Und dann beim nächsten Mal, wenn der Take anläuft, dann versucht man schon mehr oder weniger seinen ersten Versuch drauf. Gut, dann haben wir noch die Cutterin, das ist hier die Dani in dem Fall. Guten Tag. Und die achtet drauf, dass bei dem Take alles in der richtigen Länge ist. Das heißt, dass sowohl die Pausen eingehalten werden, dass es nicht zu lang, nicht zu kurz ist und hat dann auch technisch noch die Möglichkeit, ein bisschen was hin und her zu schubsen. Okay, das heißt, wenn ich hier missbaue, kannst du das dann wieder alles ordentlich machen. Perfekt! Genau, viele Sachen sind machbar, aber bei bestimmten Sachen müssen wir schon darauf achten, dass Pausen zum Beispiel da sind. Dann gibt es noch hinten den Tonmeister, der dafür zuständig ist, dass einmal das Mikrofon in der richtigen Höhe eingestellt ist. Wenn man von der Seite guckt, dass das Mikro wirklich in einer schönen Linie auf den Mund zielt, damit man auf dem Mikro auch nicht zu viel Raum drauf hat und eben das Bestmögliche rausholt. Dann können wir uns nochmal das Mischpult angucken. Gerne. Und gucken, was der Gerrit, unser Tonmeister, da so macht. Okay, los geht's. So, dann kommen wir rein. Das ist der Gerrit, wie Hallo. Erwähnt, der Tonmeister. Hi, Gerrit. Der hat hier in seinen Spuren all das, was wir aufgenommen haben. Und hier sieht man das Mischpult vom Gerrit. Da hat er ganz viele verschiedene Schieber und Regler. Da kann er mal vielleicht ganz kurz erzählen, mit was er was regelt. Hiermit habe ich praktisch die Kontrolle über alles, was wir und ihr da drüben im Studio hört und hören sollt, wo alle Effekte und die Musik getrennt drauf sind, sodass wir hier dann später einfach nur noch die deutschen Stimmen darüber legen können und dann hat man nach der Mischung das fertige Produkt. Die Technik von heute, Mann, oh Mann. Genau, genau. Mega cool. Also, ohne Witz, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich find's super spannend. Also echt richtig cool. Schaut auch unbedingt in der nächsten Folge vorbei, da gibt's ja noch mehr davon. Und ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao. Klick mal darauf.